Bären können ja bekanntermaßen nicht klettern. Glaube ich. Duli, was jagst du Bär? Was stimmt nicht mit dir? Ich hab gar nichts gemacht. Not bad. Hey, wo sind meine Sachen hin? Wo sind meine Sachen hin? Ist ja kacke. Voll gemein. Okay, ich hab Hunger. Bist du die Stammälteste? Das ist sie ganz bestimmt. Boah, ich nehme schon wieder so lange auf, ey. Aber ich glaube, das ist wirklich die Stammesälteste, oder? Ja, sieht jedenfalls stark danach aus. Sie ist so ein bisschen verschrumpelt und so. Kanyenkehaka. Ich kann das nicht aussprechen, tut mir leid. Unga wasundade danza deri hua sera kwase. Yohunja norunge yungwa denada ya. Danune amha ajungwa deri wayani ne ayetia se tanisege unjunghunza. Ara haja zidoga ne gando ayetiri hune yungkiswas. Saha hodisa sta sereyanda ne. Yungwa doraze ne to na ya dewa yer hage. Yungwayat do darhe un zino gayera ne deeti swat neda. Danu ne dogat to no de waere yot derun ayungwa jonha se. Onu jera zi to ni ori hoana ne ae de wada den hodu. Na, jetzt kommt. Der Edenapfel, der Edenapfel, ha ha ha. Ja, könnte ein Edenapfel sein. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Oh, na ho, der Tiger. Jo, Edenapfel. Kann ho ha. Nane? Wie geil. Wow. Willkommen, Wächter. Bist du ein Geist? Betrachte mich als einen solchen. Du bist, wo du vorher warst. Wenn du fragen willst, was du im Moment siehst, wir nennen es den Knoten. Von okay. Mir werden Wahrscheinlichkeiten berechnet, auf dass der richtige Pfad gewählt wird. Welcher Pfad? Okay. Der richtige. Der deine. Ach so. Wow. Ich glaube, die Tante hat mir irgendwas ins Essen gemischt. Was? Folge mir. Ich kann nicht mal steuern, also. Was? Ach, jetzt kann. Okay. Was hast du mit Colli- mir gemacht? Eine Form gewählt, die deiner Kultur entspricht. Ein Vogel. Sie erleichtert uns die Navigation. Die Steuer... Hä? Wir haben Jahrtausende auf deine Ankunft gewartet. Ich weiß gerade echt nicht, wie ich steuern soll. Wenn du ihnen das letzte Stück bringst. Oh Gott! Auf dass er die Tür öffne. Das verstehe ich nicht. Ich muss Kollision vermeiden, aber ich kann nicht mal richtig steuern. Doch das war nicht meine Absicht. Ich bin mal eben ein bisschen ruhig, wa? Du bist wichtig, Kind. Viel wichtiger, als du je wissen willst. Im Geheimen bereiten sich Mächte darauf vor,
das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Okay. Oh Gott, viele Bäume. Oh Gott! Ha! Du bist aus einem besonderen Stammbaum. Früher, heute, in Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die die Welt veränderten, die sie verändern werden. Oh, Winter. Das sollst auch du. Ich rief dich, damit du von deiner Pflicht abgehst. Du musst das Heiligtum vor denen schützen, die unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Warum ist hier nicht ein Phönix und nicht so ein stinkender Adler? Kommt es zu einem schlechten Ausgang. Ich meine, Adler sind cool, aber... Vorzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. Okay, das ist nicht gut. Oh Mann. Wo zum Teufel fliege ich jetzt lang? Was soll ich also tun? Das erfährst du von einem Mann, der dich weiter auswählen wird. Suche dieses Symbol. Das ist hier ein Symbol. Hast du viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Wer mich wohl ausbilden wird? Zunächst musst du folgen. Das war ein ekliges Geräusch. Yes! Ausnahmsweise mal wieder vollständige Synchronisation. Und wer wird mich jetzt ausbilden? Und warum bin ich jetzt Desmond? Wo bin ich denn jetzt? Mitten im Wald? Anscheinend bin ich wirklich mitten im Wald. Warum auch immer. Was macht er jetzt? Er malt das Assassinen-Symbol. Yungar haratstone ayede wa dunhu januna nexti da sheri de nitnise. Deot den yung haje on hunjage dano ya taondo a yungwa da se dunhage. Wir können kämpfen. Dano agader harde dene ayede wa wan datne. Wa gunya do dari sigi o wa du erda o sehte. Oh. Oh nun jere di desaderi wa denyani. Aze gonya tak gweni daguri huadeni. Ya hasa giga. Oh, bitte ist das die. Asetari jina hoda ze saksit kada kunegans. Tonu e dagatka tone gari huayeru nitsto. Ne e giga rungwe rahawi o hiasnena ziniyo zizat nistaha washagosnena. Sein Vater? Also sein Vater half ja eigentlich schon seiner Mutter, ne? Aber er ist Templer. Oh Mann, das ist echt verwirrend. Vielleicht ist er ja wirklich kein Templer. Und meine Doppelagent-Theorie stimmt. Also wenn das jetzt dieser Mantel ist, den er trägt, der weiße Assassinenmantel, und der einst von dem getragen wurde, der einst meiner Mutter half, dann
kann es ja eigentlich sein, dass mein Vater, also der Hafen, zwar ein Templer ist, aber eigentlich ein Assassine ist, der halt nur als Templer so tut, damit er halt das Vertrauen der Templer weckt. Wisst ihr, was ich meine? Macht das Sinn? War schwerer als erwartet. Ich dachte, die Reise würde mich irgendwie mit Stolz erfüllen, weil ich etwas erreicht hatte. Doch was immer mich von zu Hause fortgetrieben hatte, verblasste, machte Platz für Fragen und eine Menge Zweifel. Gut, ich wollte gerade sagen. Erstmal, tut mir leid, dass ich unterbrochen habe, aber ich möchte auf den Bogen wechseln. Die anderen Dorfbewohner, sie dachten, ich wollte das alles. Ich hätte es selbst gewählt. Doch ich selbst hatte nie so gedacht. Nein, es war nicht mein Wunsch. Es war vielmehr meine Pflicht. Denn wenn nicht ich, wer dann? Wenn nicht ich, wer dann? Was ist das hier eigentlich, das andere Teil? Ach, ein Wurfpfeil, ja, brauche ich ja nicht, habe ich ja nicht mal. Oh oh. Kätzchen! Du scheiß Katze, verpiss dich! Das war dumm. Das war sehr dumm. Okay, ich würde sagen, wir machen die Katze platt. Wir müssen die Katze töten. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich jetzt? Ich bin gerade allen Ernstes überfragt. Ich glaube, das Spiel hat mich da rausgelassen, wo ich vorhin mit der... Wenn du die Jagdhütte suchst, bist du fast da. Da drüben ist sie. Oh, danke schön. Was kriege ich eigentlich immer für komische Erfolge? Eine Einladung für einen Club erhalten. Aha. Sequenz 4 beendet. Sequenz 3, ja. Sequenzen 1 und 2 beendet. Wieder in den Animus gestiegen. Okay. Ja, darum geht's mir aber gar nicht. Ich glaube, das Spiel hat mich da rausgelassen, wo ich vorhin mit der Alten gequatscht habe. Weil... ich glaube, das Spiel ist nicht davon ausgegangen, dass ich tatsächlich jetzt schon sterbe. Ich hatte Panik. Ich dachte, ich könnte da runterspringen. Tut mir leid. Einen Bären mit der versteckten Klinge töten. Habe ich das gerade richtig gelesen, ja? Was machst du da? Oh, das ist doch... Danke. Ich hoffe mal, ich bin hier jetzt richtig. Doch, jetzt spring doch. Was machst du denn da? So ein bisschen buggt das Spiel schon rum. Aber naja, egal. Wie weit ist das überhaupt? Das würde ich gerne mal gucken. Ach, das geht aber. Ist nicht so weit. Yeah, was sind... Sind das Quarkinis? Keine Quarkinis? Muffin, sag ich schon. Cool. Ich krieg was Süßes. Aber nicht jetzt. Ich verstehe dich nicht. Ich hab ein Headset auf, du. Tschüss. Meine Mutter hat mir was Süßes gebracht. Das ist, glaube ich, was ist denn das? Ein Krapfen, ein Stück Kuchen und ich glaube, ein Zitronen. Ach, geil. Schön mit meinem Headset in den Krapfen getunkt. Sehr gut. Ich bin ein Held. Aber egal, ich esse jetzt nicht, weil dann regt ihr euch wieder auf, dass ich während des Let's Play esse. Muss ja auch nicht sein, ne? Auch wenn ich jetzt, glaube ich, fast 3 Stunden oder 2 Stunden am Stück aufnehme. Eher 2 als 3. Aber egal. Noch verhungere ich nicht. Das war dumm. Oh Gott, lass das überleben. Ha, ich hab's überlebt. Aber wie komme ich hier jetzt weg? Das ist doch die Frage aller Fragen. Bitte spring... Oh Gott. Das war extrem dumm. Warte mal, hier ist eine Feder. Komm ich vielleicht... Wartet mal, wenn ich hier hochrenne und dann nach rechts springe. Wenn ich einfach so nach rechts springe. Was machst du denn?
Wie weit kannst du bitte rutschen? Ich meine, nicht, dass ich was dagegen habe, aber... Jetzt bin ich wo ich gar nicht sein wollte, ey. Fuck. Ich wollte eigentlich oben bleiben. Ich wette nämlich, dass ich jetzt irgendwo wieder hochklettern muss und das wird Ewigkeiten dauern. Und er spackt schon wieder rum. Also mit Klettern hat das echt nicht so. Das Spiel muckt noch ein bisschen rum, wenn es ums Klettern geht.